Grüß euch, ich bin die Veronika Prugl. Ich bin eine Milchbäuerin und eine Seminarbäuerin aus Lochen am See, das liegt im schönen Innviertel. Und das ist meine Tochter Sophia. Und wir zwei zeigen euch heute, wie einfach ihr euch ein Erdäpfelkäse selber machen könnt. Gehen wir so? Mhm. Aber vorher erzähle ich euch noch geschwind was über unseren Hof. Dass er im schönen Innviertel liegt, das wisst ihr jetzt schon. Außerdem wird am Hausl Dommerlhof schon seit vielen Jahren bioheimisch produziert. Das heißt, unsere 45 Milchkühe kriegen im Frühling, Sommer und Herbst frisches Gras und im Winter ein Heu zum Fressen. Erdäpfel bauen wir auch an, aber nur so viel, wie wir selber brauchen. Ende August oder Anfang September rodeln wir es mit dem Erdäpfelroller aus. Zusammengeklappt werden es dann händisch. Da helfen wir alle mit. Stützt euch vor, die österreichischen Erdäpfelbauern bauen ganz viele verschiedene Erdäpfelsorten an. Da sind sogar rosane und lilane dabei. Wie da wohl der Erdäpfelkäse schön ausschauen muss. Apropos Erdäpfelkäse, mit dem starten wir jetzt los. Für einen Erdäpfelkäse braucht man nicht viel. Als erstes natürlich einmal Erdäpfel. Wir nehmen einen Mehlkochende her. Es gibt auch festkochende, aber die verwendet man lieber als Beilage für ein Schnitzel oder für einen Erdäpfelsalat. Dann braucht man Sauerrahm, eine Woche Butter und ein Schlag was. Salz und Pfeffer zum Würzen und wir haben Kräuter und Blüten zum Bestreuen. Natürlich kann man nur Sauerrahm oder nur Schlag was verwenden, je nachdem, was man lieber mag und was man daheim hat. Als erstes tut die Sophia die Erdäpfel gut waschen. Dann werden sie weich, kocht oder dämpft. Bevor wir es schön, lassen wir es ein bisschen auskühlen, sonst sind sie so heiß. Jetzt drucken wir es durch eine Erdäpfelpresse. Man kann es auch mit dem Erdäpfelstampfer zerstampfen oder zur Not kann man es auch mit der Gobitz drucken. Jetzt gibt die Sophia die Butter, ein Esslöffel Sauerrahm und ein bisschen Schlagobers dazu. Mit Salz und Pfeffer tut sie es kräftig würzen. Jetzt muss alles gut verrührt werden und schon ist der Erdäpfelkäse fertig. Am besten schmeckt er auf einem knusprigen Bauernbrot. Wir wünschen euch viel Spaß beim Nachkochen.